gegen Fluglärm. 8 Kommunen aus Südhessen und Rheinland-Pfalz haben gemeinsam eine Klage gegen die 9 Flugrouten am Frankfurter Flughafen eingereicht. Die Kläger wehren sich gegen die sogenannte Südumfliegung des Flughafens nach dem Start. Die Routen sehen vor, dass die Flugzeuge, die eigentlich nach Norden starten, zunächst einmal in den Süden geführt werden und dann über 70 bis 90 Kilometer durch diese Region der klagenden Kommunen führen, um dann erst unter landenden Flugzeugen hindurchzukommen. Und wenn sie diese landenden Flugzeuge praktisch unterflogen haben, können sie erst normal steigen. Beteiligt sind die Kommunen Groß-Gerau, Nauheim und Trebow in Hessen sowie Nackenheim, Lörzweiler, Nierstein, Oberolm und Kleinwinternheim in Rheinland-Pfalz.